Und wie bist du hier hingekommen, ja, in unsere Wohnung? Ich war auf der Straße für Vive le Käse. Ich suche eigentlich immer Leute, die Lust haben, mit mir Rezepte zu kochen mit französischem Käse. Und ich bin vorhin bei euch da vor der Tür gelaufen, habe das Haus gesehen und dachte, wow, toll. So viele Leute auf dem Klingelschild, das muss ein WG sein. Genau richtig. Wir nutzen Camembert aus der Normandie. Camembert aus der Normandie ist ein Traditionsprodukt, das ist das einzige Produkt, was diese AOP Siegel tragen darf. AOP, Appellation d'origine protégée. Also Camembert darf sich nur Camembert aus der Normandie nennen, wenn auch diese Siegel drauf ist und wenn das tatsächlich aus der Normandie kommt. Willst du was übernehmen? Einfach da unten abkratzen, damit es im Backofen nicht... das mache ich. Ja. Guck mal, ich habe vorhin bei dem Rezept Äpfel mitgebracht. Okay. Genau, da sind noch ein paar drin. Soll ich das dann gebe ich dir mal... Genau, kannst du mal wieder schälen. Schürzen könnt ihr auch schon mal tragen. Okay. Entschuldigung. Ja. Nicht dreckig machen. Solange gebe ich euch alles fertig. Für dich wollt ihr euch die Aufgaben teilen? Der eine schält, der andere schneidet. Schneidet, ja, dann machen wir das so. Okay. Okay, dann hier auch. Aufkleber ab. Also alles, was brennbar ist, bis auf Holz, natürlich, damit im Backofen wieder nicht brennt. Einfach alles raus. Mhm. Ja. Wieder schön in der Dose rein. Ich schmeiße ihn hier auch direkt weg. Kleines Messer für mich. Ich habe hier oben ein Kreuz eingeschnitten. Mhm. Ja, ab. Mache ich hier auch. Bei der Hitze wird der Käse weicher. Mhm. Ja, da geht die Kruste auf. Brot ist drin. Und dann können wir schön danach mit Apfel. Und gleich machen wir auch Brotsticks, die wir in Butter anbraten werden. Dann können wir schön reintunken. Ah, lecker. Das erstmal im Backofen. Also wie gesagt, Backofen 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad. Schön heiß. Einmal, zweimal runter auf 180. Veggie-taugliche. So, das hätten wir schon mal. Äpfel einfach in... Einfach so schneiden, dass du so wie Pommes. Ja, wie Pommes. Wie okay. Pommes. Also guck mal, das ist so irgendwie, ja, wir wollen keinen Kunstpreis gewinnen, das soll aber okay. schmecken. Okay, also so. Ja, genau. Okay. Sehr schön. Das Brot werden wir dann in etwas Butter anrösten. Hat den Vorteil oder den Nachteil, dass es nicht unbedingt light ist, aber den Vorteil, dass es einen guten Geschmack bringt. Mhm. Und Butter darf natürlich nicht so heiß werden, sonst brennt es. Und dann schmeckt es gar nicht mehr. Aber leicht, dass das Brot mal ein bisschen in Butter reinkommt, einen schönen, nussigen Aroma bekommt. Bianca, können wir die Plätze tauschen? Dann kannst du weiterschneiden ja, und ich kann klar. braten. Ja, ab. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Einfach nur die Äpfel hier rein. Die Äpfel, ja, vielleicht nicht reinschmeißen, so schön anrichten, so ein bisschen dekorieren. Bisschen dekorieren. Pfanne ab. So, Technik begeistert. Also, wie vorhin gesagt, ein bisschen Butter in der Pfanne. Kann auch ein bisschen mehr werden, ja, ist ja lecker. Und ich mag gern, also das muss man nicht machen, aber ich mache das wirklich gern. Ein ganz klein bisschen Öl rein, dann brennt das nicht so schnell an. Tut nicht am Geschmack, aber dann brennt es nicht so schnell an. Unser Käse, die Kruste, die wir eingeschnitten haben, geht langsam auf. Ja, siehst du, da? Geht langsam auf. Es brodelt innen drin. Das wird lecker. Und gleich, wenn es komplett aufessen, können wir mit unserer Pommes, cool. unser gesunde Pommes mal reintunken. Okay, ich mache Brot jetzt fertig. Die Brotpommes jetzt schon mal gleich. Das kann man übrigens auch sehr gut mit Toastbrot machen. Mhm. Ich finde es mit Baguette schmackhafter. Mit Toastbrot ist vielleicht einfacher zu schneiden. Ja. Okay. Also dieses Rezept, was ich jetzt mache, mit Camembert im Backofen, könnt ihr sowohl mal zwischendurch als Zwischenmahlzeit, ist auch super für Party zum Beispiel. Ne? Mhm. Kann man schön vorher vorbereiten. Mit Äpfeln, mit Birnen schmeckt das auch ganz lecker. Im Sommer mit Nektarinen oder mit Pfirsiche auch sehr, sehr gut.
alles vorbereiten, wenn die Gäste kommen, ein paar Camembert einfach in den Backofen rein und nach 20 Minuten einfach überall im Raum verteilen, ist für eine Party ist wirklich super. Da kann wirklich jeder rumlaufen in eine Gruppe von 3-4 Personen mit einem eigenen Käse, weil wir es auch in der Holzschachtel gelassen haben, einfach ein bisschen von dem Holz, von dem Apfelpommes und ein bisschen von dem Brotpommes in Gläser. Man kann jeder reintun, das ist irgendwie das ist eine nette Geschichte. Genau. Nehmen wir die Pommes, das ist sehr heiß, ich will mich nicht verbrennen. Einfach hier raus. Du kannst auch einen Blick im Backofen werfen, ja, wie das aussieht. Was macht unser Käse? Ja, also springt auf. Springt? Okay, geht auf. Gut. Geht auf. Geht auf, springt noch nicht, das hätte mich etwas beunruhigt auch in der Küche. Also ist goldgelb gebacken. Wir haben einen schönen Butteraroma. Und dann wird es später im Käse gedippt. Genau. Theoretisch kann man halb, aber ich mache jetzt alles drin, aber man könnte halb Brot und halb Apfel machen. Mhm. Ja. Also musst du auch die Apfel braten? Nee, die Apfel bleiben roh. Okay. Ja, die Äpfel sind knackig, die sind frisch. Okay. Die sollen ein bisschen Frische bringen. Also perfektes Essen im Sommer. Ja, genau. Genau. Das stimmt. Und das ist eigentlich gut ausgewogen. Wir haben Milchprodukt, wir haben ein bisschen Brot, Kohlenhydrat, wir haben auch Obst und unser Käse. Und Käse müsste jetzt fertig sein. Guck mal, das ist toll aufgegangen. Mhm. Wenn wir einfach Messer, Gabel, die Seiten da hochklappen. Ja. Oh, super lecker. Ja, das ist eine richtige schöne Kruste. Mm. Bitte schön, guten Appetit. Dankeschön. Das zerläuft richtig schön schon. Voilà. Ja, perfekt. Danke. Lass es euch schmecken. Vielen guten Dank. Appetit. Ja, also ganz einfach, wirklich war in ein paar Minuten gemacht. Mm. Camembert hat fast jeder immer im Kühlschrank. AOP, Camembert Normandie, ist natürlich sehr wichtig. Apfel, egal welche Sorte, Hauptsache, also schon ein Apfel, was ein bisschen Süße hat und knackig. Brot, in dem Fall haben wir Baguette genommen, kurz angebraten, derzeit Käse im Backofen, fertig. Fertig. Guten Appetit. Los geht's. Dankeschön. Lass es euch schmecken. Okay. Ja? Ja, super. Dankeschön. Ich nehme noch ein Stück.